So, willkommen nochmal zu einer Folge in der Essence League. Diesmal noch nicht dahingehend, dass ich mich noch an Akt 4 versuche. So, es sind jetzt wahrscheinlich nur noch 3 Stunden. Sondern es geht mir darum, The Lord's Labyrinth nochmal zu versuchen, nachdem es in der letzten Folge schon mal ein bisschen versucht habe, aber dann doch an dem Boss bisher gescheitert bin. Zunächst werde ich hier erstmal noch eine Essenz herstellen. Mal gucken, was ich da am besten nehme. Irgendeine, wo ich 6 von habe. Am besten, ich nehme einfach hier die 5 und mache dann zumindest noch eine weitere Challenge, die anscheinend ja nur darin besteht, diese 3 Essenzen zu einer aufzuwerten und damit ich noch eine weitere Challenge vervollständigen konnte. So, das heißt, ich habe hier zumindest 4 Challenges abgeschlossen. Und das wird es dann letztlich auch gewesen sein, weil die beiden werde ich wahrscheinlich in den letzten Stunden jetzt nicht mehr machen. Ich werde zumindest jetzt in den letzten Stunden nochmal versuchen, hier das Labyrinth tatsächlich abzuschließen. Und ja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass ich das Labyrinth nicht verlassen kann, solange ich dort drin bin, dafür aber in dem einen Übergang, Zugang zu meiner Kiste befinde. Bekomme, wo ich einfach noch nette Items erhalte. Da kann ich ja dann noch mal ganz kurz nachschauen, weil ich hatte ja da jetzt schon ein paar Items eingesammelt und da gilt es jetzt eigentlich noch ein paar zu identifizieren, weil die ganzen Juwelen hier, die da sehr hilfreich sein können, genauso der Zweisternring, den werde ich mit in die Sets packen. Das heißt, hier werde ich jetzt das erste Set vervollständigen. So, das ist zumindest dann Orb of Chance, gleich 2 Stück davon, weil die alle unidentified sind. Und habe damit die Vendor-Recipients noch um 1 hochgesetzt. Ja, soweit jetzt noch die Vorbereitung. Meinen Schaden nochmal ein bisschen optimiert und meine Resistenzen in Ordnung gebracht. Dass ich jetzt hier außer Lightning im Moment jetzt nicht auf Maximum bin, die ich aber wieder bekomme, sobald ich die nächste Stufe ausgestiegen bin und dann das Juwel noch einsetzen kann. Wovon ich ausgehe, dass das jetzt ziemlich schnell passieren sollte, weil im Labyrinth auf jeden Fall viele Monster auf mich warten werden. So, gleich auf ins Labyrinth. The just goddess presides over us all. The future of the empire rests in her even hands. So, das ist jetzt wieder der Anfang. Und mal schauen, wie das Ganze dieses Mal funktioniert. In the impressionable youth of my reign, I was encouraged to believe in the precious nature of my imperial blood. The rest, one might say, is history. Dann werde ich auch mal darauf achten, wenn da oben jetzt wieder dieser Tempel sein sollte, also beziehungsweise der Schrein, was ich da eigentlich bekomme. Spannend ist natürlich, dass auf jeden Fall die Monster selber natürlich davon ebenso verletzt werden können. Ah, okay, hier kann ich Mauerdurchbrüche machen, also an Stellen, die zumindest so vorgezeichnet sind. Interessant. Dieses Mal hat es auf jeden Fall nicht die gleichen Boni wie beim letzten Mal, weil beim letzten Mal gab es hier eine ganze Reihe an ja, Erhöhungen. Das heißt, dass ich einfach Bonuselemente bekommen habe, also dass ich mehr Items gefunden habe und so weiter. Und dass ich da auf jeden Fall deutlich besser belohnt wurde. Mal schauen, wie das dann dieses Mal ist. Und wie stark sich das tatsächlich jedes Mal ändert. So, damit ist jetzt auf jeden Fall der nötige Punkt vorhanden, womit ich jetzt den Bereich aktivieren kann. Und dann dort auch gleich den Socket einsetzen kann.
also dass sie wieder den Socket einsetzen kann und damit jetzt auch tatsächlich wieder auch den Lightning Resistant auf Maximum habe. Auf jeden Fall ist der ist das Labyrinth immer in allen, oder was heißt immer, ich kenne ja gerade mal erst das und habe es schon einmal probiert, mit ziemlich vielen Kisten vollgestellt, wo sich dann eben lohnt, auch wirklich die verschiedenen Stellen zu erkunden. Einfach um ja, möglichst viel Zeug einzusammeln und abzustauben. Oh, da ist auf jeden Fall wieder ein Schrein. Die werden auch immer größer. So, das ist jetzt wieder ein Schrein mit dem Mysterious Dark Schrein, von dem nicht so ganz klar ist, was der mir eigentlich für einen Vorteil bringt, weil oben wird kein Vorteil angezeigt, also sobald ich ihn geholt habe, weil ich habe den eben schon mal einmal probiert. Aber er gibt mir angeblich irgendeinen Bonus, so Domain Enclosure. Ja. Ah, okay, das konnte ich jetzt tatsächlich zerschießen. Oh, nee, das ist eine Falle. Oh, muss ich aufpassen beim Zurücklaufen. Komm. Nicht, dass ich da aufgespießt werde. Okay, und da muss ich letztlich von unten erstmal rankommen und mich hier durch dieses Zeug bewegen. Ah, okay. Da kommen an allen möglichen Stellen irgendwelche Teile raus. Okay, aber es ist jetzt nicht gefährlich, weil ich kann hier tatsächlich stehen bleiben, ohne dass ich erwischt werde. The pursuit of power can be a grotesque affair. Careful now. Das heißt, anscheinend gibt er auch unterschiedliche Boni. Und ja, dann keine Ahnung, was der jetzt tatsächlich angestellt hat. Ah, hier ist der zweite Übergang, Basilica Halls. Das waren die, die ich beim letzten Mal gemacht habe. Die haben eher so ein Layout wie Chamber of Sins. Dann schaue ich mir dieses Mal die andere Seite an. Gut, alles ausgeräubert. Dann jetzt in die Domain Enclosure. Okay, hier gibt es auch einen Silver Key. Mal gucken, ob ich den finde. Oh. Wobei der sich ja wahrscheinlich durch den Boden buddeln kann. Das heißt, sollte mich ein bisschen vorsehen, wenn ich den aus dem Blick verliere, dass der einfach wieder auftaucht. Ja, solange der gegen die Wände schießt, ist mir das natürlich vollkommen egal. Oh, was ist das denn? Das ist irgendwie schieben. Okay, das heißt, sobald ich da nicht drin bleibe, bekomme ich Schwierigkeiten, weil sich das Ding dann wieder woanders hin bewegt. Also eines der Rätsel. Wobei ich da jetzt überhaupt gar nicht so schwierig ist, da dran zu bleiben. Weil ansonsten bleibt es ja zumindest, sobald ich auf der Fahrbahn stehen bleibe, irgendwie in der Richtung stehen und geht zumindest nicht bis zum Anfang zurück. Wobei, es ist wahrscheinlich nicht sinnvoll, stehen zu bleiben, weil die dann einfach immer wieder kommen. Da kommen jetzt solche Viecher.
Na super. Ja, okay, die werden auch einfach erzeugt. Das heißt, wieso kämpfe ich eigentlich gegen die? Ich muss ja eigentlich nur durchlaufen. Naja, wahrscheinlich, weil ich sonst noch schneller tot wäre als überhaupt schon. Und anscheinend auch immer mal wieder ein bisschen... Oh, fuck. In so einem Ding kann ich natürlich super schnell drauf gehen. Nein! Nein! So kommt das Ding noch nie mit. Verdammt. Okay, aber anscheinend bleibt das Ding an der Stelle stehen, wo ich schon mal hingekommen bin. Ja, also es bleibt zumindest auf der Ecke stehen. Oh. Aber ich komme hier nicht weiter, weil die immer wieder neu erzeugt werden. Und was sind das denn schon wieder alles für Teile? Nein, lauf doch einfach mal weiter. Okay, los, weiter, 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 weiter. Wahnsinn. Was für ein Gemetzel. Ich bin angekommen. Ich hab's überlebt. Was auch immer es bedeutet. Das ist auf jeden Fall der Grund, hier irgendwie da durchzulaufen. Und hier habe ich jetzt noch einen Mysterious Dark Shrine. Mal gucken, was der anstellt. The pursuit of power can be a grotesque affair. Ah. Na super. Diesmal bin ich gecursed. You take more elemental damage. Toll. Und wie lange behalte ich das? Mal gucken, ob da auch die Resistenzen... Oh. Na super. Werden meine Resistenzen runtergefahren, damit ich ein leichteres Opfer bin. Ah! Die Schreine sind anscheinend dafür verantwortlich, dass hier die Quantity und die Rarity of Items gesteigert wird, aber dafür habe ich natürlich jetzt auch die Nachteile. Das heißt, die Monster... Okay, das heißt, damit kann ich letztlich das Labyrinth selber aufwerten, wenn ich diese Schreine aktiviere. Okay. Macht das Labyrinth schwieriger, aber gleichzeitig auch lohnender. Oh, Living Blood. Oh je. Oh, was ist das? Ach so, ja, das wird alles von der ausgelöst. Jawohl, nein, jetzt darf ich nicht laufen. Bin verletzt. Ah, gut. Die ist zumindest hinüber. Hat sie mir noch ein paar starke Zombies hinterlassen. Mal gucken, wie ich die Kiste dieses Mal aufbekomme. Oder vielmehr an die Kiste rankomme. Weil ich muss da von der anderen Seite wieder ran, aber mal gucken, wie weit da die Umwege sind. Das verspricht ja noch spannend zu werden. Na komm, du kannst doch da bestimmt rauskommen. Achso, wenn das Ding zu ist, wahrscheinlich nicht. Ja, da war jetzt der nächste Switch. Was haben die für einen Auswürdi? Okay, die können sich gegenseitig heilen, also beziehungsweise über die Corpses regenerieren. Ah, ein Lucky Strike. Ja, stell dich doch nicht direkt davor in den in die Schusslinie. So. Diese Sperrgeschichten mag ich ja nun gar nicht. Einmal rechts. Mal links.
So, und dann muss ich da irgendwie reinkommen. Also, während die einen, aber während die... Ja, während die rausgucken, kann ich nicht schon anfangen reinzulaufen, sondern erst wenn die versunken sind. Die machen immer im Wechsel. Verstehe nicht ganz, wie das am sinnvollsten... Okay, während die da und dann reinlaufen... Ja, okay. Das heißt, es ist dann erstmal sich reinzudenken. Okay, sobald die unten sind, kann ich durchlaufen. Und hier erstmal wieder stehen bleiben. Ah ja, okay, das Vieh ist jetzt frei. Ist das das? Nee. Ist ein anderes. So, das heißt aber, ich komme jetzt hier nach vorne. Und kann dann aus dem Ding wieder rauskommen. Die Frage ist nur, wozu ist das Teil jetzt eigentlich offen? So, auf jeden Fall kriege ich jetzt... Ja. So, jetzt kann ich mir aber den da noch schnappen. Okay, der ist auszuhalten. So, und jetzt weiter nach oben. Weil den Key habe ich jetzt. Das heißt, jetzt muss ich die Tür finden, wo der Key passt. Okay, damit ergibt auch der Weg letztlich, dass ich in die Richtung da durch muss. Jawohl. Oh, noch eine Kiste. Wie viel habe ich jetzt? 736. Okay, jetzt kann ich auf jeden Fall weiter meinen Weg hier nach oben fortsetzen. Hin zu der Chaos Resistant. Achso, jetzt ist die natürlich auch wieder zurückgesetzt. Okay, da ist der zweite Übergang. Und dann doch zum Basilika Halls. Mal gucken, ob die jetzt wieder genauso... Ja, sind wieder genauso gestaltet. Und hier gibt es wieder zwei Übergänge. Ich hasse diese Zahnräder. Okay, wie komme ich jetzt zu denen darüber? Da gab es ja jetzt nichts zu holen. Naja, viel ist es nicht. Aber ja, da muss man noch einiges mehr üben, als nur die kleinen Versuche, die einem da nach und nach begegnet sind. Okay.
das ist der Annex. Da gab es eigentlich auch beim letzten Mal einen Key, aber keine Ahnung, ob das generell der Fall ist. Das heißt, dass es zwei Keys gibt. Okay, und da ist wieder ein kleines Rätsel. Okay, jetzt müssen sich wahrscheinlich wieder alle Zahnräder drehen. Und je nach Ding werden zwei gestartet oder gestoppt. So, das ist auf jeden Fall der, genau, Aspirants Trail. So, dann habe ich... habe ich hier auf jeden Fall jetzt die Möglichkeit, wieder alles erstmal abzulegen. The Asmeri were the first culture known in history to use trials of strength, wisdom and spirit to select its chieftains. Alas, there are no surviving descriptions of the labyrinth that tested and proved the worth of Viruso, Prima Imperialis. I imagine it was quite something to behold. Wahrscheinlich geht's darum, dass die alle... Okay, jetzt sind beide in der Mitte an. Okay, du hast die Überschneidung mit dem da. Ha, dann klappt's doch schon, weil der macht jetzt die beiden. Genau, damit sind alle geöffnet. Und mein Supply Cache hat sich doch schon gelohnt. So, hat der jetzt auch wieder einen Schlüssel. Der hat auch noch einen Schlüssel. Und da ist der Endboss oder zumindest ein Zwischengegner. Okay, mal gucken, ob ich dann zwei Silberschlüssel benutze oder sogar benötige. Weil ich vermute mal nicht, dass man einzelne Bereiche einfach weglassen kann. Das wahrscheinlich hätte ich dann ohnehin noch den zweiten Schlüssel suchen müssen. Ja, dann muss ich dann einmal ringsrum laufen, damit ich dann da später direkt wieder rauskommen kann, wo im Moment die Tür noch zu war. Ah, okay, der hält die anderen beiden an. Die Frage ist nur, wie lange. Okay. Okay, es hat zumindest soweit gereicht. Okay. Und wenn ich den wieder anhalte, dann am besten an der Stelle, dass die ja, genug Zeit, dass ich genug Zeit habe, da vernünftig durchzulaufen. Also mit so einem Blink-Error wäre es auf jeden Fall sehr viel einfacher, denke ich, hier in so einem Ding rumzulaufen. Voraus, dass es funktioniert vernünftig und der kann hier überhaupt benutzt werden. So, jetzt kann es ja nicht mehr weit sein, weil jetzt schließt sich ja langsam der Bogen nach oben wieder. Das heißt, irgendwo müsste jetzt hier das auftauchen, damit ich diesen Silber-Key bekomme. Ne, zumindest leuchtet da oben schon mal irgendwas. Ob das für mich jetzt gut ist oder nicht. Sind auf jeden Fall aufgewacht. Bound of Chaos, na super. Durchschießen kann ich nicht.
Nee. Also ich muss jetzt außen rumlaufen, um dann da reinzukommen. Und genau, da ist der Lever, damit ich dann letztlich vom Anfang wieder reinkomme. Genau, lauft einfach schön in die Dinger da rein. Dann habe ich mit euch weniger Arbeit. Okay. Mal gucken, ob es tatsächlich zwei Türen gibt oder ob das jetzt eigentlich überflüssig war und es gereicht hätte, die eine Tür oder den einen Schlüssel zu haben. So, nachdem jetzt alles soweit bereit ist, ein weiterer Versuch, tatsächlich das Labyrinth abzuschließen. When one defiles the effigy, one defiles the emperor. Failure is an illusion. Ja, auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass die Statuen unten bleiben, weil er sonst noch mehr Schaden anrichten kann. So, jetzt hat er nämlich die eine wieder angehabt. Und schon ist die Flame wieder an. Es wird auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, ob es eigentlich von der Zeit abhängt, dass ich ihn nicht schnell genug fertig mache oder wie stark er tatsächlich in der Lage ist. Das heißt, ob es eigentlich eher auf Geschwindigkeit ankommt, weil sonst wird es einfach nur, dauert es nur immer länger. Je mehr er hier natürlich mit seinen, toll, jetzt habe ich den Bonus schon wieder verloren. Wieso war das Feuer jetzt bei ihm schon wieder an, während das Ding... Achso, nee, ich glaube, ich habe ihn in den Brand gesetzt. Das sollte ich mir natürlich auch überlegen. So. Ja. Es werden eher immer mehr von diesen Viechern. Das hat mich vorhin schon mal gekillt. Ja, da müsste ich schon ein bisschen leichtfüßiger sein, als ich es aktuell bereits oder bis jetzt jedenfalls bin. Und vor allem dann noch. Was ist das? Nicht wahr sein. Immer in Bewegung bleiben und ich schaff's gerade mal, diese blöden Statuen abzuschalten. Ja, super. Ah, jetzt hat er jedenfalls... Ah. Was war das denn? Das heißt, ich muss den gar nicht bis zum Ende, sondern ich muss bloß... Na, super. Okay, das heißt, das war sozusagen der erste Versuch und jetzt geht's weiter. Boah. Na, das kann ja noch heiter werden.
Oh, ein Tournament Warlord. Ich mach dir die Tür auf, dann kannst du da reinfliegen. Komm. Und dich da drin verstecken. Jawohl. Und dann kriege ich da auf jeden Fall noch mehr Boni. Noch ein Warlord. Hey, ja, komm, noch. Kannst du da auch noch rein? Ja, cool. Ein Ding mit zwei. Oh, Koralamulett. Na, ein Glück, dass ich alles wieder aufgeräumt habe. Oh, hier ist noch ein Geist. Beigekommen. Oh, nein. Verdammt. Das war Absicht, gib's zu. Du hast das Ding da reingelegt, damit ich da halb drauf gehe. Ja, für diese blöden Fallen bin ich echt halb blind. Oh, no! Werden die eigentlich selber von den Fallen, von den Speerdingern getroffen? So, die Dinger werden erst ausgelöst, wenn ich anscheinend da über die Mitte laufe. So, das heißt, ich kann die Dinger nicht einsammeln, wenn ich da... Nein! Okay, die werden einfach ausgelöst, wenn ich mich in dem Bereich befinde. Okay, da ist schon der Übergang zur nächsten. Okay, gibt es auch wieder nur einen weiter und ich krieg noch einen Silver Key. Wozu brauche ich denn so viele Silver Keys? Ach, vielleicht schließt jeder von denen irgendwie einen von diesen Skillpunkten auf. Ja, die Gems sind schon wieder ein Stück Level voraus. Aber schon bin ich wieder aufgestiegen. Dann gebe ich erstmal meinen Skillpoint dazu, weil schließlich... Okay, das ist nur noch ein normaler 10%, aber 6,84 auf 7,15. Okay, da ist die nächste Silver Chest. Nein! Zumindest kann ich mich an das Layout langsam gewöhnen, nachdem die jetzt ja jedes Mal recht ähnlich waren. Und auf jeden Fall lassen sich so einige Währungen sammeln. Schon der dritte. Wahrscheinlich tatsächlich, dass hier irgendwie die ganze Karte noch aufzufüllen ist. Das dauert ja noch eine Ewigkeit. Und von hier aus gibt es jetzt mal wieder zwei Abzweigungen. Was wohl bedeutet, dass es hier dann wieder noch zu einem anderen Key geht. Das heißt, ich muss da oben weiter durch. Ah, Moment, der hält den... Okay, der hält den in einer Beschränkung. Gut zu wissen. Okay, das heißt, da ist auch wieder. Damit er dann da nicht drüber kommt. Das geht aber wahrscheinlich in beide Richtungen. Ja, wahrscheinlich aus der Richtung. Ja, da geht er drüber. Okay, das heißt, die halten die dann immer an einer bestimmten Stelle fest. Was natürlich nicht sehr sinnvoll wäre, den ausgerechnet da oben stehen zu lassen. Okay. Das ist das Ding, wo es dann nach oben geht. Der Annex. Oh, Silver Cache, you are here. Okay, das heißt, hier brauche ich die Silberschlüssel. So, dann also jetzt zu diesem Treasure-Ding.
Zumindest sind die Dinger hier dann doch ein bisschen kleiner geworden. Und dann jetzt den Silver Cache. Dann kann es danach aber zumindest nicht mehr allzu viel geben. Weil wenn ich jetzt die ganzen Schlüssel verbrauche, macht es ja keinen Sinn, wenn ich danach noch weitere Schlüssel sammeln kann. Naja, auf jeden Fall ist das Ding auch wieder als Kreis angelegt. Oh, die Teile. Die sehen aber immer noch ziemlich heiß aus. Okay. Ich sollte mich hier vielleicht nicht zu lange aufhalten. Oh no, 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 no. Wo sind denn jetzt hier eigentlich diese ganzen... Ah, okay. Ein bisschen schauen, wo hier irgendwelche Pfeile langlaufen. Damit ich nicht von denen ständig getroffen werde. Wenn ich hier jedenfalls in Sicherheit bringen kann. Okay, Nahkampf ist nicht mein Ding. Okay, der ist erledigt. Okay. Dann warte ich lieber noch eine Runde hier oben ab, bis ich die alle erledigt habe. Nein, nicht da drauflaufen. Spinnst du? Okay. So. Okay, das heißt, hier geht es schon mal nicht weiter. Dann mal schauen, dass ich jetzt hier irgendwie rüberkomme. Und zwar ohne allzu oft getroffen zu werden. Kolossus. Okay, was bringt mir das, dass der jetzt offen ist? Okay, ich hätte den auch von beiden Seiten erreichen können, hätte dann aber wieder rausgemusst. Okay, was ist hier los? Ach. Ich brauche keine neue Frisur. Sieht ja toll aus. Oh, na super. Die stacheln auch noch zur Seite. Okay, noch mehr von diesen Dingern. Alles nur, was gibt es da hinten? Die verletzen mich dann auch gleich noch. Naja. Zumindest alles noch überlebbar. Oh je. Okay. Jetzt wird bald die League beendet und dann jetzt in der Standard League weiter. Jetzt ist nur die Frage, wann. Also frühestens eigentlich in einer halben Stunde, hoffe ich. Dass ich bis dahin noch Zeit habe, das Labyrinth abzuschließen, weil sonst habe ich echt ein Problem. Dass ich das Ganze nochmal von vorne starten muss, weil ich das dann nicht mehr abschließen kann. Toll, nur wegen einer Chest hier hinten. Das kann aber nicht euer Ernst sein. Jetzt muss ich das Ganze wieder zurück. Nee, also echt. Jeder Schritt kann hier tödlich sein. Cooldown Support. Okay, wie sieht es denn jetzt hier aus? Gut, da ist der Übergang. Das heißt, da kann ich schon mal aufmachen. Silver Dome.
Bin ich ja mal gespannt, ob ich wirklich hier schon alle einsetze. Vielleicht gibt es auch drei von diesen Valuten. Okay. Okay, dann habe ich jetzt aber erst einen aufgebraucht. Das heißt, es gibt dann tatsächlich noch wahrscheinlich zwei weitere. So, auf jeden Fall muss ich mich jetzt ein bisschen sputen, damit ich echt... damit ich hier nicht zu lange verbringe. Denn wir sind jetzt auch schon einige Gems, die mir noch total unbekannt sind. Ja, hoffentlich ist das jetzt nicht wieder der gleiche Typ. Oh, jetzt sind sie in Bronze. Das heißt, jetzt muss ich sie nicht deaktivieren, sondern letztlich klein halten. Weil die ansonsten hier ihre Boni ausspielen. Mich würde lieber interessieren, wie weit ich hier... Oh. Wahnsinn. Ich war hin. Was steht denn da? Verdammt, wie soll ich denn so lesen können? Was da überall steht. Ja, zumindest ist er schon mal zur Hälfte runter. Die Frage ist nur, ob ich mich dann so lange halten kann. Und was der macht, wenn er noch durchdreht oder irgendwas. So wie in der Form zum Beispiel. Okay, die laden sich dann immer wieder neu auf. Ich werde ganz sicher nicht einfach aufgeben, aber anstrengend ist es schon! Okay, er hört schon wieder auf. Oh verdammt, das heißt... Oh. Das heißt, noch ein ganzes Ding weiter. Okay, das heißt, ich sprinte jetzt irgendwie durch dieses Ding da durch. Toll. Und gleich wieder mit zwei Ebenen. Das heißt, die Silver Chests sind letztlich nur Zwischenbelohnungen. Die haben aber nichts damit zu tun, ob ich am Ende das ganze Ding geschafft habe. Okay, hier gibt es schon mal nichts, aber da geht es gleich weiter. Also, rüber da. Hopp. Du stellst dich mir nicht in den Weg. Ja. Okay, in Annex, da komme ich nicht weiter. Aber ich kann zumindest mal gucken, ob das ein, ob es da einen Key gibt oder ob das so ein Treasure-Ding ist. Ja, es ist ein so ein Treasure-Ding. Okay, 25 Minuten to go. Mal gucken, was der für mich hat. Weil immerhin hat er einen Geist in sich. Boah, noch ein seltenes Teil. So, dann mal gucken. Da oben bin ich reingekommen.
Wo ist jetzt der andere Ausgang? Wenn die tatsächlich so angeordnet sind und der eine oben ist, dann ist der andere vielleicht tatsächlich unten. Vielleicht geben die auch Orientierung innerhalb der Level, dass sie tatsächlich in der Form angeordnet sind. Okay, da ist der andere Ausgang. Basilika House Halls. Da muss ich auch wieder durchlaufen. Ach, die haben auch wieder zwei. Kann ich leider die Treasures nicht alle heben. Aber ich hoffe, dass ich in den letzten 20 Minuten da noch durchkomme. Ah, sehr schön. Das habe ich jetzt gebraucht. Auf jeden Fall kann ich jetzt so langsam verstehen, dass das tatsächlich ein komplettes Expansion Pack war, weil so umfangreich hätte ich das echt überhaupt nicht eingeschätzt, weil ich dachte, okay, da gibt es ein paar Level, in denen es halt irgendwie diese, ja, diese Fallen und so weiter eine Rolle spielen. Aber dass da so eine ganze Map dran hängt, die dann auch sich dynamisch letztlich zusammenstellt. Okay, auch das noch. Okay, bei Stream of Monsters ist ungefährlich. Dauert halt nur eine Weile. Ich hoffe, dass mir die Nudeln nachher nicht fehlen werden. Oh, ein Kobaltjuwel. Und da der Übergang? Ja. Oh no. Okay, aber es gibt einen zweiten Ausgang. Das heißt, der sollte mich eventuell auch schon rausführen. Sobald der zuschlägt, bin ich dann schon wieder hinüber. Okay. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Frag mich ja genau, wann das Ding rauskommt. Okay, wo ist hier jetzt der Ausgang? Verdammt nochmal. Ja. Nein! Oh. Na super. Mal diese Sackgassen. Toll, hier hinten gibt es auch nichts. Mensch, es sind nur noch weniger als 10 Minuten. Verdammt. Lass mich endlich aus diesem verdammten Ding raus. Ich brauche doch noch genug Zeit, damit ich nachher den letzten Kampf wahrscheinlich noch überstehe. Kein Klimbim. Ja, okay. Aspirants Trail. Okay, los, raus hier. Das wird knapp. Okay, nur noch 5 Minuten. Okay, hier geht's einmal zu Dingsbums. Gibt's da woanders hin? Okay, Baliska Passage. Das heißt, er ist von zwei Stellen erreichbar. Also, auf in den letzten Kampf. Ach du Scheiße. Das ist nicht dein Ernst. Wie soll ich denn hier überleben? Gibt es da hinten irgendeinen Weg rum? Nee.
vor. Lass mich doch in Ruhe! Stirb, du blödes Idiotenvieh! Ja, versuche ich ja! Nein, nicht du mich, ich dich! Das kann doch nicht so schwierig sein. Nein! Mensch, du musst doch jetzt endlich umfallen. Oh! Alter, auf Ascendancy geöffnet. Scroll of Wisdom. Okay, erstmal das ganze Zeug mitnehmen. Okay, nicht das ganze Zeug mitnehmen, nur das wichtige Zeug mitnehmen. Und dann raus hier. Ich hab doch noch zwei Treasure Keys. Kobaltjuwel, Kobaltjuwel. Boah, Wahnsinn. Nein, sag mir jetzt nicht das schon. Okay, die League ist zu Ende und ich komme hier nicht mehr weg. Ach komm. Nein. Oh. Okay, immerhin habe ich den Close Belt. Ja, so endet heute die League. Ich habe meinen Trial of Ascendancy gerade beendet und jetzt habe ich den Altar noch nicht aktiviert. Oh je, ich ahne Schlimmes. Wahrscheinlich werde ich dann das ganze Labyrinth doch nochmal abschließen oder nochmal spielen dürfen. Okay, ja, es ist jetzt eh dann in 4 Minuten wird der Realm runtergefahren. Ja, also soweit für heute das Ende der Essence League. Ich werde dann nächste Woche wieder einsteigen, wenn es dann ja, die neue Expansion gibt, wenn die dann eingespielt ist. Und ja, ich werde ja sowieso mit einem neuen Charakter anfangen, von daher ist es egal, dass ich das Trial of Ascendancy jetzt nicht komplett oder jedenfalls den Altar nicht aktiviert habe, ob es jetzt die Punkte gibt oder nicht. Ja, so endet heute die Essence League und ja, in einer Woche geht es dann weiter, wenn dann die Breach League neu startet und ich auch mit einem neuen Charakter logischerweise anfange, um da einzusteigen und diesmal hoffentlich etwas schneller als dieses Mal und dann hoffentlich mit mehr Challenges, um die auch abzuschließen, weil da bin ich ja jetzt nicht sehr weit gekommen. Außer den 4 Challenges sind die anderen unvollendet geblieben. Aber ich hoffe, dass sie es wieder genauso interessant machen, weil das ist auf jeden Fall sehr viel abwechslungsreicher als die früheren Challenges, dass man hier auf jeden Fall mehr Dinge hat. Und nicht mal den 4. Akt abgeschlossen. Aber schauen wir mal, ob ich es in der nächsten League weiter schaffe.
So, bis bald. Ciao.